Habt ihr das gewusst? Im Schnitt essen wir unser Leben lang mindestens dreimal täglich und nehmen dabei in 85 Lebensjahren rund 93.000 Mahlzeiten zu uns. Ein beachtlicher Teil davon macht im beruflichen und studentischen Alltag die Jause aus. Historisch betrachtet war in Österreich mit der Jause ursprünglich eine süße Kleinigkeit am Nachmittag gemeint. Ein Kaffee mit einem Stück Gugelhupf oder einem Stück Torte. Besonders in der Biedermeierzeit erfreute man sich diesem gemeinsamen Imbiss am Nachmittag. Im Gegensatz zur Stadt sprachen die Bauern und die Arbeiter am Land übrigens von der 9 Uhr und der 3 Uhr Jause bzw. der Brotzeit. Essen und der Umgang mit Lebensmitteln sind wichtige Bestandteile unseres Alltags. Unsere Ernährung und zu welchen Lebensmitteln wir tagtäglich greifen, trägt dabei auch zu den Treibhausgasemissionen bei, die bei der Produktion, Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln entstehen. In Österreich geht rund ein Fünftel der Treibhausgase auf das Konto der Ernährung, wobei die energieintensive Landwirtschaft und insbesondere die Tierhaltung dafür vorrangig verantwortlich sind. Aber woher weiß ich überhaupt, welche Lebensmittel die Umwelt mit wie viel CO2 belasten? Wir machen das Experiment und packen uns Jause ein. Bei Lebensmitteln schaut man sich die sogenannte CO2-Äquivalente pro Kilogramm eines Produkts an. Die Klimawirkung der Treibhausgase, die mit einem Lebensmittel zusammenhängen, wird mit der Wirkung von Kohlendioxid verglichen. Das CO2-Äquivalent ist also eine Maßeinheit, die den Effekt von menschengemachten Klimagasen für das Weltklima vergleichbar machen soll. Neben Kohlendioxid gibt es beispielsweise auch Methan oder Lachgas. Aber was heißt das jetzt in der Praxis? Jedes Lebensmittel hat ein Klimagewicht umgeschnallt. Um jetzt halbwegs genau berechnen zu können, wie viel zusätzliches Klimagewicht in unsere Rucksäcke wandert, haben wir die CO2 pro Kilogramm auf CO2 pro Gramm umgerechnet und dann an die jeweilige Portion angepasst. Orientiert haben wir uns an den Tabellen des Öko-Instituts, Treibhausgasemissionen von der Landwirtschaft bis zum Handel und an einer Tabelle des Deutschen Museums München, Berechnung nach Anbauweise. Wir haben einmal eine Standard-Alltagsjause gepackt, ohne groß auf die Klimabilanz zu achten, und einmal eine Jause nach dem Prinzip einer klimafreundlichen Ernährung, pflanzlich, bio, regional und saisonal. Der Gewichtsvergleich zeigt: Klimagesamtgewicht des ersten Rucksacks 2,1 Kilogramm. Klimagewicht des zweiten Rucksacks 0,54 Kilogramm. Ihr seht, der Gewichtsunterschied ist überraschend groß. Und das, obwohl wir zum Käse und nicht zum Wurstbrot gegriffen haben. Mit einer Ernährung mit mehr pflanzlichen und weniger tierischen Lebensmitteln können also große Mengen an Treibhausgasemissionen eingespart werden. Es ist sinnvoll, bei der Auswahl der Lebensmittel darauf zu achten, wie sehr ihre Herstellung die Umwelt belastet. Denn geht der Griff beim Jausepacken öfter zu Fleisch und Milch los, bio und regional, schleppt man auch weniger Klimagewicht.